Herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Boss-Reihe mit dem Spiel Remnant from the Ashes. Ich habe jetzt mal ein bisschen weitergespielt und bin jetzt hier angekommen. Ich habe neue Rüstung gekauft und ja, hier vorne sieht man das Tor. Ich weiß nicht, ob da wirklich ein Bossfight liegt, weil ich bin jetzt noch nicht weitergelaufen, aber ich kenne es halt durch die Dark Souls-Reihe. Ja, Nebelwand, Bossfight am Start und würde sagen, möchte mit euch hier im Endeffekt das zusammen begleiten. Mal gucken, ob ich das schaffe auch mit Anhieb, mit ersten Run, aber ich glaube eher weniger. Und deswegen probieren wir es einfach mal gemeinsam und schauen, ob wir es hinkriegen. Mein Name ist Christian Angel 3000 und ich begrüße euch. Und nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, dann Support ist kein Mod und somit gehen wir in den Bossfight rein. Wir haben eine halbe Stunde, mal gucken, ob wir das schaffen. Ein weiterer also, der den Rat der Saat begehrt. Tritt heran, mein Kind. Du bist es, angespült wie ein Fisch. Wir sehen alles. Wir sind die Saatmutter, ein Wesen der Weisheit, durch das die Saat spricht. Wonach suchst du? Der Sturm, der Schild, der Umhang, der das unvermeidliche Ende verschleiert, ist die Zeit gekommen. Ja, es wird langsam deutlicher. Du willst der Saat ein Ende setzen, aber der Weg ist verborgen. Dieser Körper kennt ihn jedoch. Wir müssen helfen, aber nicht, wo die Ohren spitz sind. Sie werden kommen, wenn die Bindungen gelöst werden. Wirst du schützen und vertrauen. Mach dich bereit. Sie kommen. Oh, okay, Verteidigung. Okay, das ist doch kein Bossfight, aber ja, 2 Minuten überleben. Mal gucken, wie wir das schaffen. Aua! Alter, nein, nein. Ey, was ist denn hier los? Wieso machst du nicht, was ich will? Kein Kommentar. Auf ein neues. Okay, es gibt halt kein Bossfight, aber ist trotzdem sehr anspruchsvoll, was wir hier machen. Gut, auf geht's. Runde Nummer 2. Wir wechseln gleich mal auf Pistole. Mach dich bereit. Okay. Okay.
Wir müssen sie verteidigen im Endeffekt. Waren wir am Anfang jetzt nicht so bewusst? Meine Fresse, das ist ja übel. Round Nummer 3. Eisen? Alles kaputt. Das behindert mich nur bei einem Sachen. Nee, das geht nicht, okay. So, dann. Dich beraten. Okay. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wo ist sie drauf gegangen? Wo ich eigentlich gut gearbeitet habe eigentlich. Aber nein. Manche sind auch schwer zu erkennen. Ehrlich gesagt. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Vielleicht hilft es ja auch. Wer weiß. Mach dich bereit. Okay.
Stirb. Okay. Hier ist keiner. Das war übel. So klar. Jetzt. Dumm. Okay, weiter geht's. Noch einmal. Tja, Geduld ist die Tugend der Jugend. Oder? Sagt man das so? Kann man das so sagen? Können sich auch nicht entscheiden, ob sie die Innenarchitektur hier behalten oder nicht. Ich weiß doch auch nicht. So. Mach dich. Mach ein neues. So, jetzt müssen wir mal schauen, von wo sie kommen. Schlag doch nicht, nimm die Scheiße. Ding in die Hand. Wieso? So, jetzt wollen wir mal checken hier. Das ist Schlagen. Ich habe vorhin L1 gedrückt und es hat einfach nicht funktioniert. Die hat dann halt. Die ganzen Dinger wieder da, interessiert mich jetzt nicht. So. Mach dich bereit. Komm schon, lauf schneller. Okay. Keine Munition mehr. Das Glauben. Na. Weg mit dir. Nachladen. Die Verbindungen beginnen sich zu. Oh.
wow. Ach, come on, Leute. Was soll denn das? Hä, wie viel da kommen, ey? Das ist schon übel. Und ich hab bloß 104 Munition. Ey. Wahrscheinlich sollte ich am Anfang erstmal nur mit dieser Waffe kämpfen. Probier mir es einfach mal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So. Let's get it rumble. Round 2. Round 4, 4, 6. So, jetzt kann ich auf Pistole wechseln, jetzt habe ich ein bisschen Vorlauf. Die sind übel hier. Lauf doch! Ich hab mich doch gerade geheilt. Ah, das ist ja hart. Das ist echt very hart. Okay, wir haben ein paar Punkte bekommen. Wir nehmen die gleich mal an Vitalität. So. So. Probieren wir es nochmal. Das ist echt übel. Endeffekt auch schon eine Art Bossfight, oder Leute? Mach dich. Ja, sag's es so leicht. Schwierigkeit.
soll man das denn machen? Ich verstehe es gerade nicht. Ich habe auch keine besseren Waffen, was das angeht, um da irgendwie mehr zu wirken. Ich meine, Pistole ist schon stark. Aber dass dann immer mehr kommen, das ist dann schon ein bisschen dreist. Ist schon heftig, Leute. So. Konnte er mich hier eigentlich schlagen, wenn ich vorher noch nicht drin war? Wow, daneben. Nein! Drück doch! Meine Fresse. Oh Mann, ey, das war... Ich habe gar nicht mal auf die Zeit geachtet. Ich kann es gerade gar nicht glauben, dass ich das überlebt habe. Oh Mann. Oh, danke, mein Kind. Bald. Ich habe die Informationen, die du suchst. Ich werde dir helfen. Wir werden zusammen gegen sie kämpfen. Zuerst muss ich mich ausruhen. Siehe da, die Mauer. Dahinter verbirgt sich ein Weg. Finde den Weg und kehre dann zu deinen, unseren Leuten zurück. An den Ort, den du Station nennst. Ich kenne den Weg. Wir werden uns wieder begegnen. Jo. Wir haben es abgeschlossen. Das Segen der Mutter. Neue Eigenschaft. Okay. Hier geht's so woanders. Geht's hier raus, oder wie? Das ist eine Sackgasse. Haben wir ein Dokument. Die Träume werden schlimmer. Oh Gott, ja. Interessant. Gut, ja. Halt. Immer schön alles kaputt machen hier. Überall sind Materialien versteckt. Überall. Hier ist auch noch ein Raum. Hier ist ein Hof. Gibt's hier eine Kiste oder irgendwas? Ah. Sehr schön. Eisen und Altmetall. Wow.
eine neue Waffe oder sowas, eine neue Blaupause von irgendwas. Wäre bestimmt noch viel, viel cooler. Aber, ah, was? Das spielt doch nicht. Hier geht's runter, okay. In den Keller. Ah, ja. Oh, hätte sein können. So. Blutwurz. Okay. Ah, noch eine Kiste. Okay. So viel Altmetall. Ich weiß gar nicht, für was ich... Oh, da hinten noch. Da liegt noch was Blaues. Ein Scharfschützengewehr. Ah, ja. Jetzt haben wir endlich mal eine neue Waffe bekommen. Schnieke. Ob ich die brauche, ist eine andere Frage, wa? So, Leute. Okay, wir haben es auf jeden Fall abgeschlossen hier. Wir haben die Wellen überstanden. Und ja, die nächste Aufgabe ist im Endeffekt durch den Friedhof. Gibt es da irgendwie einen Shortcut? Nee. Ich weiß jetzt nicht, ob da vorne jetzt was ist. Wenn nicht, dann werden wir einfach wieder zurückgehen. So. Okay. Dann ab hier rein. Und mal gucken, was uns dahinter erwartet. Falls es hier weitergeht, dann ja, sehen wir uns dann wahrscheinlich dann in der nächsten Folge mit dem nächsten Boss. Okay, wahrscheinlich mal den richtigen Boss. Ich hatte nur eine Welle. Aber die Welle war auch schon hart, ehrlich gesagt. Aber wir haben es bestanden, wir haben es bestritten, wir haben es geschafft. Und das ist auch die Hauptsache. So, mal ganz kurz warten, bis es hier fertig geladen hat. Mal gucken, ob wir noch auf einen neuen Stein kommen. Am Checkpoint ausruhen. Hi, ja, da haben wir ja einen. So, sehr schön. Westhof. Prima. Okay, Leute. Das war's dann hier. Und dann sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder oder im nächsten Video von... Remnant von the Ashes mit wahrscheinlich nächstes Mal einem richtigen Boss. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr auch wieder damit reinschalten tut. Und bis bald, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer ChrisNature3000, wiederschauen und reingehauen. Ciao!